Ich glaube, ich habe eben einen weiteren Teil meiner Persönlichkeit aufgedeckt in diesem letzten Semester. Ich denke, dass jede Veränderung als Künstler auch immer mit einer Veränderung der Persönlichkeit einhergeht. Warte kurz. Ja, super. Genau, drehen nicht raus, jetzt drehst du ihn gerade raus. Die Seiten der Fotografie, die ich in Hamburg kennengelernt habe, waren im Grunde, gut, man kann sagen, es waren die Grundlagen der Fotografie. Und jetzt bin ich hier in Berlin, um hier meinen Master in Fotografie zu machen. Und dann kam eben ganz neu dieser Master hier in Berlin dazu, eben nicht mehr nur Media Spaces, sondern dann eben auch wirklich Fotografie. Und dann war eigentlich für mich die Entscheidung schon relativ klar. Ich bin nach Hamburg ursprünglich gegangen, weil es eine große Stadt ist und weil ich diese Größe mal erleben wollte. Ich komme aus einem kleinen Dorf. Und dann in Berlin war es eben nochmal, also wieder ein ganz neues Erlebnis und ziemlich schwierig für mich, damit klarzukommen, so viele Menschen auf einen Haufen zu sehen. Sehr cool. Genau. Willst du dich mal auf den Hocker setzen und dich drehen? Meine Bachelorarbeit habe ich über Grünbrücken geschrieben. Ich habe mich mit dem gesamten Hintergrund davon beschäftigt, mit dem ökologischen Hintergrund und habe gleichzeitig aber auch eben versucht, eine ästhetische Form zu finden, um den Konflikt von Architektur und Natur darzustellen. Macht der Gewohnheit. Ich denke, dass jede Veränderung als Künstler auch immer mit einer Veränderung der Persönlichkeit einhergeht. Und ich glaube, dass man sich auch durch die Kunst finden kann. Und ich glaube, ich habe eben einen weiteren Teil meiner Persönlichkeit aufgedeckt in diesem letzten Semester. Ich gebe gar nicht so viele Anweisungen. Du merkst es schon. Ich versuche eher. Einfach dadurch, dass ich hinterfragt habe, dass ich neue Professoren hatte, die eben auch andere Sichtweisen hatten. Und das habe ich mir auch so gewünscht, deswegen bin ich auch hier. Die Theorie ist einfach etwas, was ich unglaublich schätze an der Fotografie. Und ich glaube, über diesen theoretischen Standpunkt, über diese theoretische Sichtweise bin ich eben darauf gestoßen, dass ich eigentlich schon auf dem richtigen Weg bin und habe jetzt eben Wege gefunden, das besser zu beschreiben.